Hallo liebe Münchner, hallo liebe Autofahrer, ein neuer, völlig bekloppter Vorschlag von den Grünen und von der SPD. Zwei Stadträtinnen schlagen doch tatsächlich vor, auf der Leopoldstraße jetzt eine Fahrradautobahn zu installieren. Fahrradfahren ist gesund und macht Spaß, aber muss es denn immer auf Kosten der Autofahrer sein? Dieser Vorschlag hier würde bedeuten, eine 3 Meter breite Fahrspur vom Stachus über die Ludwigstraße, über die Leopoldstraße, Ingolstädter Straße bis nach Kalkheim. Ungefähr vor 200 Jahren gebaut von König Ludwig I. und ein wirkliches Schmuckstück. Und das soll jetzt komplett zerstört werden. Zudem 900 Parkplätze müssten vernichtet werden. Würde bedeuten, dass wir noch mehr Parksuchverkehr in Schwabing bekommen, wo wir sowieso am Tag rund schon bereits 80.000 Kilometer verfahren, nur in Schwabing hier in München, um einen Parkplatz zu suchen. Das ist doch ein völliger Wahnsinn. Bereits funktionierende Fahrradwege hier in der Ludwigstraße und natürlich, wenn Sie nach Garching wollen, der Isar entlang. Wunderbar, schön im Grünen, direkt am Fluss entlang. Das funktioniert. Warum also dieser Weg hier, der geplant werden soll von Rot-Grün, hat nur einen einzigen Zweck, die Autofahrer wieder auszubremsen und zu schikanieren. Fahrradfahren hat vielleicht 2% des Gesamtverkehrsanteils, denn es ist ein Saisonverkehrsträger. Das Auto ist und bleibt Verkehrsmittel Nummer 1 in Deutschland, auch in München, und natürlich ein großer Anteil des ÖPNVs, der ein genauso großer Verkehrsträger ist. Ein Saisonverkehrsmittel für die Sommermonate. Und die Politik tut so, als könnte sie irgendein Verkehrsproblem damit lösen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird eins entstehen. Ich erwarte mir von der Politik, außerhalb von SPD und Grünen natürlich, dass hier endlich klare Akzente gesetzt werden, dass hier auch eine Politik für den Autofahrer einmal stattfindet, hier Infrastruktur geschaffen wird und diesem Spuk, diesem absolut unsinnigen Spuk, endlich einmal auf ein Ende gesetzt wird. Eure Hoffnung, dass Pendler nur annähernd aus Germering, aus Aschheim oder aus Freising aufs Fahrrad umsteigen und in Zukunft ganzjährig mit dem Fahrrad unterwegs sein werden, ist absoluter Unsinn. Autofahrer zahlen viel und bekommen fast nichts. Sie zahlen vor allem auch viel Infrastruktur, was andere Verkehrsteilnehmer nicht bezahlen. München braucht ein neues und gutes Verkehrskonzept. Wir helfen gerne dabei mit, im Sinne aller Verkehrsteilnehmer.